Schule und bin 10 Jahre alt. Ich gehe in die 5a. Die Schule ist sehr toll und die Lehrer sind auch meistens nett. Hi, ich bin Sarah, ich bin 12 Jahre alt, ich gehe auf die Lademann Realschule. Die Lademann Realschule ist wirklich cool und die Lehrer sind auch sehr sympathisch. Und wenn man auf die Schule kommt, wird man erstmal eingelebt und da spielst du sehr viele Spiele und kennst dann auch Leute. Hallo, ich bin Saria und ich gehe in die 5a. Meine Einschulung hier war sehr spannend und man ist in den ersten 3 Wochen in so etwas wie einem Welpenschutz. Man macht auch eine kleine Veranstaltung, man lernt dabei seine Klasse viel besser kennen und ja, man findet ja auch viele Freunde. Man hat die Schulleiterin in dem 5. Jahrgang als Sportlehrerin und in der Pause ist meistens immer viel los. Aber dennoch wünsche ich euch in der 4. Klasse noch viel Glück und Spaß. Na, vielleicht haben wir recht, dass Strom gar nicht für alle. Ja. Hi. Ich habe eine sehr gute Klasse, Klasse 7c. Mir gefällt auch sehr gut. Als erstes, wenn ich zur Schule gekommen bin, ich hatte ein bisschen Angst, keine Ahnung warum. Aber dann war alles gut, mir hat alles gefallen. Ich verstehe dich. Mehr Deutsch und ja, wir versuchen mit anderen Deutsch zu lernen oder zu sprechen. Mir gefällt das auch sehr gut. Wir haben sehr gute Lehrerin, Frau Matsu. Was ist nochmal aus dem Tierheim? I don't know the teacher because I'm new to the school and everybody's name. I just got here about a week or two and I like the school, it's very new and it's very big, I like it. Da haben wir die eingepflanzt, die müssen wir natürlich jeden Tag gießen und so. Und wenn die angeschimmelt sind, ist es kein Problem, der Schimmel wird irgendwann weggehen. Hier haben wir Buschbohnen, Feldsalat, Petersilie,
Hier ist ja auch schon ganz schön gut gewachsen. Klasse, oder? Das Petersilie. Das ist auch nochmal, glaube ich. Ja, Petersilie. Das ist Balkongemüse. Ja. Ja, das ist Feldsalat. Hier vorne ist das Katzengras. Ja. Und hier unten haben wir auch noch Feldsalat und das ist Feldsalat. Ja. Sozusagen habe ich ja alles, was das Herz begehrt. Dann aber. Also, wir haben hier Insektenhotels, damit die Insekten hier drin halt auch noch überleben können. Und das Wichtige war jetzt hier zum Beispiel, dass man das hier vorne alles nicht anmacht, weil die da sonst halt nicht reingehen würden. Mhm. Die hängen wir auch noch alle bei uns im Schulgarten auf und damit die Insekten bei uns im Schulgarten auch bessere Möglichkeiten haben zu leben. Schon das nachher. Wie bitte? Oh, das sieht ja sehr gut aus. Seht ihr das, was da hochkommt? Das ist DNA. Ein bisschen Taschengeld bekommen für das so Baby und so. Kannst du ja nochmal grün. Das steht grün, genau. Da steht nicht grün. Wird aber. Elias, um.